Also in dem Tal stelle ich mir das schon ziemlich cool vor, mit so einem Gatherer Hut und einem kleinen Förster. Aber ich denke nicht, dass es effektiv sein wird. Also es müsste, wenn, dann hier hin. Hier ist richtig gut. Die ganzen Steine müssten vorher noch weg, aber da wäre richtig gut. Problem ist halt, es ist wirklich weit weg. Das heißt, wir müssen dann... Ah, obwohl, warte mal. Die Straße hier verlängern, dann könnten wir das hier bauen. Zusammen mit dem Förster. Dann kommt direkt daneben Storage-Bahn hin, sonst müssen sie viel zu weit laufen. Und zwei Häuser. Ja, klingt nach einem Plan. Okay, Steinstraße. Bis da ganz hinten hin. Da ist auch kein Knick drin, richtig? Richtig. Gut, ihr braucht hier auch noch Steinstraßen, fällt mir gerade auf. Zoing. Zeugen. Zeugen, Rest mache ich später. Also, Steinstraße bis hier hinten hin. Wobei das zu hoch ist, richtig? Gatherer. Ja, die Straße ist ein Ticken zu hoch. Das heißt, es gibt eine Abzweigung von der Straße. So hier nach unten. Und an den Knick kann das dann rangebaut werden. Da, Gatherer. Ja, alles okay. So. Dann kommt da auch gleich ein Forester. Das mit dem Holz scheint sich zu stabilisieren. Gibt es nicht eine Übersicht für Holz? Bestimmt. Produktion, Holz. Produziert, verbraucht. Ja, wir brauchen keinen Forester da oben. Das heißt, es wird nur ein einsamer oder vier einsame Gatherer. Das heißt, ihr bekommt eine Storage-Bahn direkt daneben. Ihr bekommt zwei Steinhäuser, weil es ja vier Gatherer sind. So, so. Ihr bekommt keinen Marktplatz, das könnt ihr knicken. Ja, das war's, würde ich sagen. Und ihr bekommt noch nette Leute, die euch das Eisen wegnehmen. Und dann hoffentlich natürlich hier neue Bäume wachsen. Damit das schön alte Bäume sind, damit ihr schön viel Zeug sammeln könnt. So. Gucken wir, ob das hilft. Es müssten dann theoretisch ja 1500 Essenseinheiten pro Jahr wieder mehr sein. Bei einem kompletten Gatherer. Gut, gut. Kohle, Mangelware, Werkzeug fängt sich, das ist gut. Klamotten sieht auch gut aus, wobei das wieder recht viel Lederzeug ist. Inventar, Leder ist auf 88, Wolle auf 12. Du schneidest das Richtige, hast aber keine Wolle, die eingelagert wird, okay. Was macht unsere Superfarm? Unsere Superfarm ist bei 8 Schafen. Wir müssen definitiv welche dazu kaufen. Das ist nicht lustig. Dass ich die nicht splitten kann, ist echt doof. Ich sollte hier die Straße wegreißen und das Ding erweitern. Nur kann man die leider nicht erweitern. Wir können die rausschmeißen, aber... Nee, komm. Wieder ein wegen Childbirth. Also bei der Geburt ist die Mutter gestorben. Warum kommt das gerade so häufig? Wir haben doch alles toll. Ja, komisch. So, Trader. Hab was Tolles. Kohle. Wir brauchen Kohle. Wir sollten das Feuerhaus gleich runterschrauben, sonst haben wir nichts mehr. Eisen. Ja. So. Das heißt, 1000 gegen 3900 ist okay. Das heißt, 1000 Feuerholz wird aufgefüllt, sind wir bei 760, das reicht, weil noch nachproduziert wird. Gut, tauschen. Weiter. Essen hält sich bei 50.000. Ernte wird aber noch reingeholt, also wird es auf 55.000 ansteigen.
Wie schaut es hier mit unserem Projekt aus? Das nimmt sehr schnell Form an. Oh, und ich habe die... ich habe die Häuser da stehen gestellt. Das wollten wir noch nicht. Weil Kinder Werkzeug und Klamotten brauchen. Aber gut, das werden nur 2-3 Kinder sein. Das muss okay sein. Es steigt aber echt schnell an mit den Erwachsenen. Laborer, 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 Laborer. Wow. Okay. So, ein paar Bilder mehr. Nee. Ich suche noch neue Stellen für Baugrund. Oh, warte mal. Hier. Obwohl, nee, wenn man sich den Radius so anguckt, dann ist da wieder zu viel Gebirge. Schade. Ja, ich denke, damit haben wir gleich die... Oh. Wie konnte ich dich denn übersehen, schöne Halbinsel? Da muss noch ein, zwei brückenartiges Gezeug rüber. Und dann kann ich hier noch was hin. Also entweder wieder so ein Minidorf. Wobei ich weiß nicht, ob ich noch mehr Leute haben will. Oder halt eine Gatherer, Holzfäller, was auch immer Kombo. Jäger vielleicht ein, zwei. Also momentan nicht, weil wir haben genug Leder. Aber sobald die ganzen Schafsdinger da gestellt sind, haben wir hoffentlich den Zustand, dass wir sogar mehr Wolle als Leder haben. Und dann könnten sich ein, zwei Jäger lohnen. Oh ja, das dauert erstmal noch. So, der Tunnel wird genutzt, also sollten wir doch mal eine Cave in. Also sollten wir doch mal eine Straße bauen. Dreh, 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 dreh. Von da. Nach da. Und zwar keine eckige, sondern eine möglichst effektive. So, Essen ist okay. Werkzeug sieht inzwischen echt okay aus. Habe ich das auch auf Stahl gestellt überall? Also dich stellen wir jetzt auch erstmal auf die tollen Mäntel. Du bist auf Stahl. Die anderen beiden sind eh auf Stahl und wir haben nur 3. Okay, Beeren. Wir haben genug Beeren. Haben wir irgendwas anderes Überschuss? Ja, Bohnen und Kohl ist okay. Pilze. Wir haben 10.000 Pilze, verdammt nochmal. Wir haben kein Jagdfleisch. Wir haben aber noch Jäger. Wir haben... So, wir haben jetzt mal ein paar mehr Jäger. Wurzeln haben wir auch. Birnen haben wir mehr. Macht mal ein bisschen Birnenschnaps, bitte. So. Damit das Essen schön ausgewogen bleibt. Feuerholz wird gerade nachgelegt, deswegen geht's runter. Da hat jemand Hunger. Hier können wir keine Verbindung hinbauen, ne? Da muss ich gleich mal gucken. Unser Projekt sieht gut aus. Gatherer hat. Gatherer. 4 mehr. Gatherer und Bilder. Ja, sehr schön. Das Ding wird auch gleich genutzt und ein Händler ist da. Der uns Birnen verkaufen will. Oh, was ist mit unserer Kohle passiert? Das finde ich nicht so schön. Warum? Also ja, ich kann es verstehen, dass ihr eher Kohle verbrennen wollt. Als lästige, sperrige Holzblöcke. Aber komm schon. Lass das Zeug da, wo es ist. 1500 Feuerholz. So, das soll jetzt erstmal reichen. Trade. Kein Feuerholz nachlagern, bitte. Sonst haben wir keins mehr. Klick. So, Pause. Feuerholz, das wir hier haben, bitte auslagern. 1000 Stück. Damit die sich die ganze Kohle mopsen. Okay, das hätten wir auch geklärt. Neue Studenten, neue Arbeiter. Ist immer noch bei 9 Schafen. Das ist so deprimierend. Dass es einfach nicht mehr wird. Aber gut.
Wir haben inzwischen definitiv genug Holzeinkommen durch den Meerforester. Das heißt, wir könnten demnächst neue Woodcutter einstellen. Und dann beginnt der Kreis von vorne, dass wir nicht genug Holz haben und wieder mehr Forester einstellen müssen. Ich würde jetzt richtig gerne hier noch zwei Woodcutter hinstellen. Aber das gehört nicht ganz ins System. Die Woodcutter müssen eigentlich hier hin, zu dem Dorf. Und das mache ich einfach mal. So, Woodcutter. Oh, warte, wir können da und da einen Woodcutter machen und dazwischen Brunnen. Passt das? Pause. Brunnen? Nee. Brunnen sind doof. So, weg mit dir. Also nee, das geht nicht. Das heißt, ich mache es einfach auf so einem neuen Feld wie hier. So und so. Dann baue ich hier jetzt aber trotzdem Brunnen hin. Und zwar da und da. Und dann kommt auf die Rückseite einfach Häuser. Da ist auch schon ein Brunnen. Ja, okay. Kein Großfeuer und so. Das will ich nicht. Wir haben neue Laborer. Wir haben schön viel Kohle. Wir haben schön viel Stein. Wir haben schön viel Eisen. Werkzeug und Kleidung sieht auch gut aus. Ich denke, die Krise ist gemeistert. Also wohl die Essenskrise. Warte mal. Ja, sowohl die Essenskrise als auch die Werkzeug- und Kleidungskrise ist im Griff vorerst. Die nächste Krise, die ich jetzt kommen sehe, ist in 20 Jahren mit den Kindern. Aber da müssen wir einfach kurz mal warten. Also wir haben jetzt sehr viele Erwachsene. Und wir haben teilweise schon recht viele... es geht eigentlich. Da ist ein etwas älterer, der wahrscheinlich gerne ausziehen möchte. Die beiden würden auch bestimmt gerne ausziehen. Ja, ist noch okay. Aber so in ein paar Folgen müssen wir dann doch wieder mit Häusern anfangen. Also ich weiß, ich habe vor zwei Folgen gesagt, auf keinen Fall und so weiter. Aber das war wegen den Kleidungsstücken und dem Metall. Das heißt, davon machen wir es jetzt abhängig. Sobald die Vorräte da wieder einigermaßen gut aussehen, bauen wir auch wieder Häuser. Weil es ist ja ein ewiger Kampf. Mit genug Kindern und so. Ich weiß nicht, wie wir das später hinkriegen sollen. Wir haben ja später unser ausgebautes Dorf. Wir können nicht mehr expandieren. Unsere Bevölkerung altert, 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 altert. Irgendwann gibt es eine riesige Sterbewelle. Und nur die Kinder kommen quasi nachgeschoben. Aber das sind ja immer nur so 50, 60 Kinder. Das heißt zwangsweise, dass die Hälfte der Stadt leer steht. Das heißt, wir müssen mit 50% Leistung das Dorf am Leben erhalten. Das ist... Na gut, gucken wir, wenn es soweit ist. Jetzt wollen wir erstmal... Wo ist der Händler hin? Da. Und warum war da kein Pop-up? Sehr komisch. Tauschen. Geh weg mit deinen Hühnern. So. Hühner wollen wir nicht... Also wir wollen schon welche haben als Luxusgut, weil die ja doch recht teuer sind, verglichen mit den anderen Essensarten. Aber wir wollen es nicht ertauschen. So, Woodcutter. Da. 1, 2 Woodcutter. Wow. Puff. Kommt das Feuerholz her? Du lager wieder 1500 Feuerholz ein. Also Plan ist jetzt wieder 1500 jeweils hinzulagern und dann nach und nach Rohstoffe anzukaufen, die wir brauchen. Auch wenn ich jetzt nicht wirklich sehe, was das sein könnte. Essen. Ich denke, ich werde jetzt relativ wahllos Storage Barns verteilen und darauf warten, dass sie sich füllen. Weil in sie unsere Indikator-Barns, die füllen sich schon langsam. 27, 98. Ja, geht eigentlich. Nö, ich baue keine mehr. Die müssen sie erstmal füllen. Cave in, hit by a rock. Wir haben noch genug Laborer. Wir haben eigentlich zu viele Bilder. So.
Was sagt die Wolle? Wolle sagt, yo. Leder. Leder sagt, nee. Das war mal mehr. Den neuen Schneider haben wir aber definitiv auf die tollen Sachen geschickt, ne? Ja. Okay. Jäger. Wo haben wir unsere Hütten im Wald? Hier. Ich hätte gerne hier noch einen Jäger. Und ich hätte gerne... Nicht hier. Hier. Gatherer. Forester. Ja. Hier hätte ich auch noch mehr. Ist nicht so toll, aber... Ja, hier hätte ich auch noch gerne einen Jäger. Damit noch mehr Leder reinkommt. So. Stein haben wir gerade echt viel. Ich schmeiß die Leute... Wow. Also zwei Sachen. Zum einen, wir haben nicht mehr viel Stein. Unser Boden ist bald weg. Zum anderen, es ist inzwischen einiges an Knicken hinzugekommen. Das Ding geht wirklich immer tiefer. Was ein cooles Feature ist. Aber jetzt schmeißen wir mal alle Stone Cutter raus. Achso, wir deaktivieren das Ding einfach. So. Da haben wir jetzt 45 Leute, die nichts zu tun haben. Ich brauche echt die Felder hier wieder. Einmal probieren wir es noch. Nö. 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 Einfach was drüber bauen ging auch nicht. Dann kam eine Fehlermeldung. Ja, das ist ärgerlich.